Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück auch an YouTube. Wir sind wieder da in einer zweiten Session heute. Und wir sind jetzt hier gerade an diesem Funkturm aufgewacht, nenne ich es jetzt mal. Ich dachte, wir haben uns in der Town da, weißt du, in der Town haben wir uns ausgelockt, aber egal. Hier haben wir direkt eine Übergabemission. Ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Ich weiß noch nicht genau, wie lange wir jetzt machen. Es ist immer noch derselbe Tag wie der andere Stream, den wir vorhin gemacht haben. Aber halt jetzt abends. Ich muss morgen früh in die Arbeit. Wir werden sehen. Bring dieses Fahrzeug. Ja, genau, das wissen wir. Machen wir einfach mal. Ballern wir uns gleich mal eine Spritze rein. So. So fängt der Tag gut an. Und los geht's. Holy shit, Mann. Ich würde vielleicht auch gleich einfach ein paar Missionen machen. Wieder was sammeln. Weil vor allem das Sammeln erledigt werden müsste. Mein Ziel, mein Wunschtraum wäre, dass wir es schaffen, das Game morgen abzuschließen. Und jetzt habe ich halt verkackt, ne? Das ist jetzt GG. Was ein Scheiß. Schauen, ob wir es rausreißen können, aber ich glaube nicht. Niemals. What? Ich hatte einen Unfall und habe es trotzdem hingekriegt. Ich glaube es ja nicht. Gut, ist in Ordnung. So, hier gab es ein bisschen Bargeld. Also wie gesagt, ich würde einfach mal so ein bisschen erkunden, sammeln, aber dann auch vielleicht die Story-Mission machen. Mal schauen. Gehen wir erstmal auf die Karte. Was haben wir denn da Schönes? Also ich meine, wir haben ja hier noch ziemlich viele Kisten. Wenn wir vielleicht schaffen würden, hier so ein bisschen aufzuräumen, das wäre schon nicht schlecht. Guck jetzt mal da nach unten. Schau mal an. Das ist ein kleiner Steg. Vorsichtig. Und ich muss mal sagen, ich habe es gerade schon im Stream gesagt, aber ich verewige es jetzt auch nochmal in der Aufnahme. Ich finde es echt cool, zwei Streams an einem Tag zu machen, die halt dafür dann nicht so super lang sind. Auch gerne super lang sind. Aber halt dafür zwei. Das hat schon irgendwas, so mal nachmittags oder nochmal abends. Finde ich sehr interessant. Also ich fühle mich da jetzt gerade schon jetzt im Moment noch sehr wohl. Mal schauen. Vielleicht lassen wir das mal so und machen das so ein bisschen öfter. Kurz die Karte auf. Aber keine Ahnung. Ich schaue da einfach mal so, wie es halt spontan geht. Wie ich dann halt auch Lust drauf habe. Ich muss ja auch wollen, sonst wird es ja nichts. Sonst ist es ja alles erzwungen. I don't know. Wir schauen mal. Hat bis jetzt ja auch immer funktioniert. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir streamen mittlerweile schon sehr, sehr oft und auch sehr, sehr viel. Und das finde ich gut. Das freut mich. Wir haben hier einen Außenposten. Den können wir auch direkt mal machen. Ich hoffe einfach, dass es hier keine Hunde gibt. Komm, roter Pokerchip. Hier ist eine Mine. Alarm ist deaktiviert. Wir haben einen Hund. Ich kriege hier schon wieder zu viel. Ne, hier sind Wildhunde. Schön vorsichtig. Oh nein. Wo kommen die denn her? Da ist jetzt ein Auto. Oh nein. Ey, wir kriegen es nicht mehr geschissen, hier auch nur einen Außenposten so komplett sneaky zu machen, ne? Aber egal. Wir haben es. Übel. Holy. Aber für die XP brauchen wir es auch nicht mehr. Achievements in der Hinsicht haben wir auch alle freigeschaltet. So, hier Alarm aus. 24 von 34, das sind schon echt noch viele Außenposten übrig. Will ich jetzt einfach mal hier die Haustür irgendwo suchen. Hier ist sie. Rein da. So, okay. Was haben wir hier denn Schönes? Irgendwie gar nichts. Nicht mal irgendwie eine Speicherkarte. Guck mal, Munition aufbringen geht immer.
Ein paar Sachen können wir auch schon direkt wieder verkaufen. Dann gucken wir einfach weiter. Ist ja okay. So. Ich schau mal kurz nach oben. Nur das Interesse. Ich glaube, die Hunde zu rufen da gerade war mega dumm. Das hätten wir lassen sollen. Die machen halt eh nicht viel. Die werden instant abgeknallt. Dann ist es auch vorbei. Ich glaube, merken wir uns. Dann hätten wir sneaky schaffen können. Weil so waren die Leute halt noch chillig. Wir hätten den einen Typen, den ich gerade weggelockt habe, im Stein hätten wir knifen können. Klar, es wäre oben noch einer gewesen, aber hätten wir vielleicht schon bekommen. Egal. Wir haben es trotzdem geschafft. Der Außenposten gehört uns. Und hier befindet sich ganz viel Weed. Und jetzt werden wir gleich mal was probieren. Wir zünden jetzt gleich mal das ganze Gras hier an. Und dann probieren wir, ob das wirklich diesen Effekt gibt, den es damals in der Mission gab, als wir da auf den Feldern die ganzen Felder abfackeln mussten. Ob die das jetzt wirklich permanent drin haben oder ob das nur für die Mission war. Oder auch für die andere Mission, die wir da hatten auf dem anderen Feld, jetzt hier auf der Insel. Hier gibt es einiges an Geld. Okay. Und nochmal eine Kiste. So, wir nehmen einfach einen Molotow-Cocktail und rein da. So, und jetzt bin ich gespannt. Theoretisch müsste sich unsere Optik jetzt gleich verändern. Ich muss bloß aufschauen, dass ich nicht ins Feuer gehe. Es ist halt auch ein sehr dezenter Effekt, ne? Ups. Lucky, hey, 420, ja. Es ist ein soziales Experiment. Aber es scheint irgendwie nicht zu funktionieren, oder? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht ist es das falsche Gras. Der Effekt war schon sehr dezent, also keine Ahnung, muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Kann ich bitte die Kisten wieder sehen? Spielen. Dankeschön. Würde ich mal hier rüber segeln. Schön durchs Feuer durch. Richtig gut. Let's go. Einfach die ganze Zeit springen, dann macht es gar nichts. Und das Feuer löscht sich von selbst. Und ich versuche direkt dort zu landen. Nice. Perfekt. Wir sind halt echt nicht mehr weit davon entfernt, das Spiel zu 100% erledigt zu haben. Ey, es ist so gut. Basti, hey, dir auch einen wunderschönen Abend. Ah, wir sind wieder da, ne? Nochmal ein zweites Ründchen. Was ist hier denn passiert? Was ist denn mit dir los? Eine Perlenkette. Okay. Mann, ich kann die ja mal schießen lassen. Stört er nicht. Ich würde jetzt mal in dem Gebiet hier bleiben. Und dann auch gleich mal die Story-Mission vielleicht mal angucken. Aber auf dem Weg dorthin natürlich mal alles mitnehmen, was möglich ist. So. Okay, machen wir die Karte mal auf. Und wie komme ich denn da jetzt hin? Also ich würde hier einfach den Fluss mal entlang gehen und links und rechts hier einsammeln. Da machen wir hier die Kurve da rein, nehmen hier alles mit. Und dann machen wir die Story-Mission. So, ja. Das ist gut. Mal kurz im Handbuch gucken. Wie viele Missionen gibt es noch? 8 Stück. Story-Aufgaben 3. Das verstehe ich halt nicht so wirklich. Story-Aufgaben. Was zählt als Story-Aufgabe? Und was zählt als normale Mission? Also ich nehme an, dass die Missionen jetzt auch die sind. Also was wir jetzt da gleich machen, ist eine Mission. Story-Aufgaben sind jetzt einfach nur Missionen, die wirklich direkt die Story vorantreiben. Aber wie erkenne ich die dann? Hm. Und sind die dann mit in die Missionen eingerechnet oder sind die zusätzlich? Weil so viele Fragen. Okay, wir nehmen die Kiste mit. Oh, Rakiat-Krieger. Was macht ihr denn da? Hallo? Hallihallo. Ich glaube, ich würde einfach mal ganz kurz hier drüben das Ding holen. Und die können wir rein theoretisch sogar mal liegen lassen für einen Moment. Ach du Heilige, wir sind den Berg hoch. Ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Heute wurden ja einen Haufen guter Spiele aufgezählt. Hey, ab in den Süden. Salzki. Heute wurden ja einen Haufen krasse Spiele aufgezählt. Im anderen Stream, den wir früher gemacht haben. Und da sind schon ein paar Games dabei gewesen, die ich mir ganz gut vorstellen kann. Weil da halt auch
Das waren halt sehr kurze Games, ne? Und die kann man auch mal ein bisschen entspannt abschließen. Muss halt nicht immer gleich so ein 100, 200, 300 Stunden Spiel sein. Aber jetzt muss man erstmal hier die Games abschließen von Ubisoft. Ja, damit Halli, hallo, Hallöchen. Ach ja. So, ich würde gerne einfach die Artillerie nutzen. Machen wir Holz Base weg. Aber solange wie die hier schon steht, geht die wahrscheinlich nicht mehr. Ein bisschen eingerostet. So, jetzt mal hier rüber. Ach ja, Salzki, du musst dir auch mal was überlegen, was wir mal zusammen Koop aufnehmen können. Das wäre bestimmt auch mega gut. Vielleicht noch Zeitex dazu. Zu dritt, vielleicht noch eine vierte Person, dann könnten wir schon irgendwas mit, keine Ahnung, Garry's Mod-Richtung oder so spielen. Das wäre bestimmt auch mega cool. Da würde ich uns schon sehen. Hier oben ist auch noch eine Kiste. Oh, what? What? Was? Wo? Hier. Lol, was? Okay, wir gehen da jetzt rein. Da werde ich nie wieder rauskommen, oder? Oha. Okay, wir haben hier unten eine Kiste. Das ist jetzt also eine... Was ist das überhaupt? Was soll das darstellen? Das ist eine Kanalisation, das ist ja nicht wirklich, ne? Es ist einfach für Überflutungen. Dass das Wasser quasi dann vom Fluss hier hochsteigt und quasi Raum hat, um... Ah, das ist ja viel zu klein. Kann ja gar nicht sein. Hm. Ich guck mal, was es auf dem Markt gibt. Tu das. So, let's go. Ich kann keinen Wingsuit aktivieren. Das ist ja großartig. Wenigstens gibt es hier nicht so viele Krokodile. Das ist schon mal angenehm. Da wird man nicht immer direkt angeknabbert, nur weil man mal ganz kurz in den Fluss steigt. Nimm doch mal die Pistole statt dem Messer. Das googeln wir jetzt gleich. Jetzt habe ich nämlich genug. Jetzt will ich wissen, wie man diesen Pistolen-Takedown macht. Weil es kann ja nicht sein, dass ich der Einzige bin, der damit Probleme hat. Das machen wir jetzt auch gleich in der Aufnahme. Ich schaue das jetzt gleich nach. Aber erst hole ich mir kurz die Kiste hier. Hier ist eine Rampe und hier hat schon mal ein Auto nicht nach unten geschafft. Nach drüben. Ich aber mal... das war knapp. Das war viel zu knapp. So, eine Goldkette. Eine wunderschöne Kiste. Kannst du nicht die Steuerung umstellen? Das könnten wir probieren. Aber es kann ja nicht sein, dass das schon standardmäßig falsch eingestellt ist. Ich glaube einfach, ich habe da irgendwas nicht ganz gerafft, wie man das halt aktivieren soll eigentlich. Aber I don't know. So, jetzt können wir rein theoretisch mal hier vor. So, jetzt warte mal, jetzt machen wir ganz kurz diesen. Jetzt gehe ich mal in den Browserino. Oh no, shit, ich hätte es auf dem zweiten Bildschirm lassen sollen. Oh no, jetzt ist alles kaputt. Ist gerade mein PC abgestürzt? Hört man mich noch? Oh nein, was habe ich getan? Hilfe! OBS, ist das noch offen? Ich habe alles kaputt gemacht. Oh nein! Okay, Discord ist noch da. Eins nach dem anderen. Dann, du bist noch da. So. OBS scheint auch noch da zu sein. Holy shit. Das war wild. Erstmal einen kompletten Bildschirm verzogen und hängen geblieben. So, okay, wir richten alles wieder schön aus. Und jetzt kann ich mal ganz kurz den Browser aufmachen. Far Cry 3, how to pistol takedown. How to. Performing against the takedown, I was able to end up doing the knife takedown. I was confused when before. But never was able to succeed. After some searching about. Someone clarified that the in-game constructs for the guns are wrong. They say to press the left mouse button to pull out the victim's sidearm and to use it to take down the bodies from front. However, that's a knife takedown. What to do is press the middle, the right mouse button while performing the regular takedown, not LMB. Makes sense.
Oh mein Gott, okay, wir müssen aber nur die rechte Maustaste drücken. Das ist es, das ist die Lösung. Gut, wir werden es probieren. Und jetzt ist mein Spiel nicht mehr im Vollbild, oder was? Jetzt ist es wieder im Vollbild. So, ich hoffe, der Stream hat nicht zu sehr gelitten. Ich glaube, das hat safe gerade ein bisschen geleckt, als es hängen geblieben ist. Tut mir leid. Aber jetzt wissen wir, es läuft jetzt noch flüssig, ja. Gut. Oh Mann, ey. Wingsuit! Mega. Rechte Maustaste. Also das finde ich schon hart, ey. Einfach so falsch angegeben hier, was man drücken muss. Erstmal heilen. Ah, okay, hier beim Wasserfall. Aber wie schön das halt auch schon wieder ist hier. Guck dir das an. Alter. Relikt. Okay, da kann man nicht reinschwimmen. Ich wollte es probieren. Komm mal hier hoch. Ah, das ist schon eine sehr heftige. Wir probieren es gleich, wenn wir mal einen Gegner sehen, weil damit können wir halt so viele Leute erledigen. Ich glaube, wie viel Schuss sind in so einer Standardpistole? 7? 7 Leute zusätzlich einfach so abknallen und zwar instant. Also das ist schon ordentlich. Probieren wir gleich. Muss einfach nur mal ein paar Gegner finden. Ich bin effektiv dran vorbeigelaufen. Okay, wir drehen um. Hier lang. Schauen wir mal, dass wir irgendwie hier durchkommen vielleicht. Und wenn wir hier oben sind, können wir vielleicht den Wingsuit nutzen, um rüber zu fliegen. Die rechte Maustaste, das kannst du ja gar nicht ausdenken. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So, was haben wir hier für eine Anlage? Ah, so eine Brücke. Okay. Das hat irgendwie ausschaut nach Öltürmen oder so. Das sind Piraten, oder? Jetzt können wir aber hergehen. Da, Pistole. Da war's. Er hat die Pistole gezogen. Wir sind zwar tot, aber er hat die Pistole gezogen. Immerhin. Oh no, wo wir spawnen. Nein. Das ist ein schlechter Witz. Okay. Nur mal kurz gucken. Der ist auf dieser Höhe und der ist auf dieser Höhe. Wir könnten... Gar nichts könnten wir. Ich weiß nicht mal, wie ich da hochkomme. Da an der Seite die Straße. Komm hier nicht raus. Dann cruisen wir jetzt mal endlich rüber und machen gleich die Mission. Mach doch den Wingsuit auf, wir verlieren so viel Reichweite jetzt gerade. Oh no. Super unnötig. Hatte ich mich im Fliegen heilen? Nee. Wäre auch weird gewesen. Wir werden schon noch unsere Chance kriegen für den Pistolen-Takedown. Bin ich mir sicher. So, die letzte Spritze. Aber warum waren da gerade Piraten? Was machen die denn hier? Vielleicht haben sie sich verlaufen. Ich habe hier eine Schlange, Bro. Sollte ich mal ein bisschen aufpassen. Ted, Bro. Sollte ich mal ein bisschen aufpassen. Das war immer noch das Beste, Alter. Okay. Fast schon schade, dass seine Questline schon vorbei ist. Ich hätte gerne noch mehr mit ihm gehabt. Der gute Herc. Aber ich meine, er kriegt jetzt seine Tattoos. Er ist happy. Er kriegt vielleicht nicht die Tattoos, die er sich vorgestellt hatte. Aber er kriegt Tattoos. So, jetzt sind wir gleich hier oben. Guck mal an hier. Wieder ein Relikt. So, und jetzt müsste ich eigentlich, wenn ich hier runterfliege, direkt in einem Dorf sein, wo wir hin sollen. Da ist am Auge, Sekunde. So. Ja, einfach hier runter, ne? Let's go. 91 von 120, weil wir sind so kurz vorm Ende. Das ist insane. Insane ist das. Alles einpacken. Irgendwas im Nacken gekitzelt. Hm. So, einmal hier. Ja, ich würde es schon mal ganz kurz angucken. Hier ist ein kleiner Unterstellplatz. Gutes Auto. I see. Und das hier schaut nach einer richtig, richtig dicken Anlage aus. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich gleich auch rein mit der Aufgabe.
Aber eigentlich müsste ich mich hier frei bewegen dürfen, weil ich ja gerade Söldner bin. Von daher könnten wir rein theoretisch mal schnell hier die Sammelobjekte holen und dann die Aufgabe starten. Dann haben wir gleich nicht so ein Problem, hier nochmal alles mitzunehmen. So, und hier geht es auch nochmal in den Minenschacht irgendwo hier drüben. Nur wo? Da drüben ist eine Kiste. Oh mein Gott. Ich darf nicht immer so denken, dass der Wingsuit mich aus jeder Situation rettet. Der Mod des Jahres ist wieder da. Barry, hallo. Oh nö. Wo er uns schon wieder hinsetzt. Imagine. Ja, okay, komm, dann machen wir jetzt hier drüber eine Schnellreise zu dem Hafen. Holy shit. Gut. Hype. Beryl ist wieder da. Nein, nur noch den Jetski. So. Okay. Let's go. Wir holen uns den Brief und dann gehen wir die Aufgabe machen. So. Also ich kann mir echt gut vorstellen, wenn wir jetzt heute noch ein bisschen was erledigen hier und morgen richtig krass durchziehen, dass wir das Game morgen abschließen. Das wäre wirklich Premium, weil morgen ist der 26. Dann sind immer noch ein paar Tage für alle anderen Sachen, die noch so übrig sind. Das wäre perfekt. Ich dachte, ich kann da rein klettern. Okay, wir sind drin. Immerhin. So, hier haben wir den Brief. Komm her. Na komm schon, Brief nehmen. Danke dir. So, Hayots vierter Brief. An Oberst Imada Daichi. Sie wollten mich sabotieren, doch haben sie sicher nicht damit gerechnet, dass ich stattdessen sie sabotiere. Wenn sie das hier lesen, habe ich bereits die infizierten Tiere aus dem Kyoken-Labor freigesetzt und in den Tenka-Generatoren eine Überhitzung verursacht. Und wenn die kaiserliche japanische Armee hier eintrifft, um zu sehen, was passiert ist, wird sich die Wahrheit nicht länger verstecken lassen. Und ich werde zum Helden des Kaiserreichs. Ich wünschte nur, ich könnte ihren Gesichtsausdruck sehen, wenn man sie verhaftet, wenn man ihnen den Rang aberkennt und ihre gedemütigte Familie auf die Straße treibt. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich das selbst zuzuschreiben haben, Dr. Koga Hayata. Obwohl die halt wirklich keinen direkten Kontakt hatten, die haben sich das eingebildet. Er hatte nie wirklich mit ihm geredet oder geschrieben, sondern das war alles Einbildung, dass sie überall verraten werden. Schon übel. Schon sehr übel. Und das, obwohl halt in Japan bereits alles vorbei war, ne? Die Funkgeräte waren zerstört, deswegen haben die nie mitbekommen, dass die Atombomben gefallen sind, dass Japan kapituliert hat. Die haben immer weiter gekämpft hier. Oder halt versucht durchzuhalten. Aber war halt nichts. Und dann haben auch alle gedacht, dass deswegen Verrat. Weil nichts mehr kommt. So. Ich meine, ich habe da glaube ich mal eine Geschichte gehört von einem, der super lange noch auf einer Insel war. Oder vielleicht waren es auch mehrere. Die haben auf der Insel dann quasi noch ausgeharrt und Position gehalten, obwohl der Krieg schon lange vorbei war. Bis sie dann irgendwann mal Kontakt von außen gekriegt haben. Und dann war das halt vorbei. Aber das ist halt schon echt heftig, wenn du wegen nichts da sitzt und halt denkst, du bist noch im Krieg. Das ist schon nicht ohne. Wie kommen wir denn jetzt da nach oben? Ich glaube gar nicht. Ja. Doch hier drüben. Wir werden jetzt jeden Moment gleich die Mission anfangen. Keine Sorge. So. Die alte Mine hier. Okay, jetzt hier nach oben. Dann gehen wir hier rüber. Und dann muss es da eigentlich irgendwie eine Verbindung geben, sonst habe ich keine Ahnung, wie man da reinkommen soll. Scheinbar gibt es keine Verbindung. Wenn ich jetzt von hier aus mit dem Wingsuit fliege. Das war ja richtig gut. Nice one.
Okay. So, was haben wir hier hinten? Da geht's legit in eine Höhle rein. Okay. Hätte man von dort oben... Da hätte man reinspringen können. Okay, I see. Man wäre quasi hier oben durch dieses Loch rein. Wäre dann hier unten gelandet und wäre dann hier lang geschwommen. Und dann wäre man auch dort angekommen. I mean, wir haben es auf die schwere Art und Weise gemacht. Hat auch funktioniert. Finde ich in Ordnung. Mhm. Und jetzt gucken wir mal hier hinter zu unserem Kollegen. Wir sollen ja diesen Verrat hier aufdecken. Und die Liste besorgen. Also machen wir das mal. Das ist der Ort. Dann mache ich mal ein paar Fotos von den Anführern. What the fuck? Nähere ich dem Bergarbeiterlager vom Fluss her. Das machen wir natürlich, aber hier unten ist auch eine Kiste. Was du tust? Ich wollte eigentlich runterspringen. Oh Gott. Ich wollte eigentlich runterspringen, um dann halt im Wasser zu landen. Kritisch. Sehr, sehr kritisch. Nur wegen der Kiste hier. Auch hier wieder ein cooler Wasserfall. So mächtig. Aber jetzt hier zur Aufgabe. Sollen die Leute fotografieren? Okay. Hier gibt es aber auch noch eine Kiste. Jetzt ist noch alles ganz ruhig, aber wir haben ja schon gesehen, da sind ordentlich Leute unterwegs. Du trägst immer noch die Söldneruniform, kein Risiko eingehen, greif sie nicht an. Okay, true. Aber wir markieren mal so viel wie möglich ist. Bringen das Lager ein, ohne den Alarm auszulösen. Kriege ich jetzt Ärger, wenn ich hier rüberrutsche? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, die machen ja auch nichts anderes, um sich zu bewegen hier. Wird schon passen. So, jetzt hier nach oben. Egal, wie viele Ziele du siehst. Du schießt erst, wenn ich es sage. Schießen ist mein Job, oder nicht? Ich werde fürs Töten bezahlt, für nichts anderes. Wir hätten einen Double Takedown machen können, aber wir sollen nichts riskieren, also machen wir das auch nicht. Na ihr? So, okay. Da oben haben wir dann wahrscheinlich den Aussichtspunkt, von dem aus wir die Fotos machen können. Gibt's Munition? Noch irgendwas? Nee, es ist keine Munition, es ist Müll. Oh mein Gott, ich sehe Loot, wo keiner ist. So, hier könnte man auch rüber. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Das weiß ich auch nicht. Das ist ein guter Beobachtungspunkt. So. Nutze die Kamera, um das Treffen zu beobachten. Machen wir gleich. Sand und Wasser. Sand und Wasser. Und wenn das zusammenkommt, hat man Schlamm. Fotos gemacht. Die Personalliste. Muss ich unbedingt haben. Was tust du da, Mann? Ich muss den Truck irgendwie sprengen, damit er nicht weg kann. Shit, Mann. Okay, jetzt aber schnell. Er hat uns halt mit der Kamera gesehen. Das war schon ein bisschen unlucky jetzt. So, okay. Einfach weiter. Oh, hier geht's ordentlich ab. Panzerfaust. Scheiße, die gehen. Ich muss sie aufhalten. Das wäre erledigt. Den anderen auch noch. Heil dich. Heil dich doch. Ich hatte keine Spritzen mehr. Ich muss es langsam machen. Ah, no. Unlucky. Die Frage ist, wenn wir den Typen jetzt bei uns hier erledigen. Muss ich unbedingt haben. Jetzt ist halt keiner mehr da, ne? Muss den Truck irgendwie sprengen, damit er nicht weg kann. Jetzt haben wir halt keinen Alarm, ne? Ich raff hier gar nichts mehr. Ganz ruhig, alles gut.